Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Engineers Live. Alter, wie schnell ich das mittlerweile sprechen kann. Das ist der Wahnsinn. Rechai, was geht ab? Moinsen. Moinsen und hallo liebe Leute. Ihr habt in der letzten Folge, beziehungsweise wir haben in der letzten Folge den Metallpresse gebaut, die Metallpresse gebaut und ihr seht ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel noch den Hopper dran gesetzt und der Reach hat den Strom verlegt. Zumindest, ist gerade dabei. Zumindest wollte er es unbedingt in der Folge machen, weil er sich so unnütze vorkommt in dem Spiel. Nein, Spaß beiseite. Ja, und das ist jetzt erstmal der Plan, dass wir uns gucken, dass das funktioniert. Und wir werden jetzt Wir werden jetzt den Stahl nehmen auf jeden Fall und werden das mal testen. Stahlplattenvorlage ist schon drin. Habe ich gerade aus Versehen reingestopft. Stahlplattenvorlage? Ja, diese Wolltest du nicht Strom anbauen? Ja. Was? Tja, was tut er da? Kommst du nicht ran, oder was? Doch, ich bin überlegen, wie ich es anschließe. Von oben nach unten? Ich möchte gerne den Nebel ranmachen. Ach so, du willst den Hebel dran machen. Stimmt, damit wir das mal außen anmachen können, oder wie? Mhm. Dann von der anderen Seite, oder? Wobei, wenn von der anderen Seite können wir nicht mehr durchlaufen, ne? Ja, die müssen... Dann bräuchten wir dieses isolierte Band, glaube ich, ne? Oder isolierte Kabel. Sollten wir sowieso bald mal. Ja, das werden wir auf jeden Fall anstreben, genau. So. Hast du? So. So. Ah. Es wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Hä, aber wieso funktioniert das nicht? Da müsstest du den... Ach so. Lass den Block schweben. Nein. Hä, hey, warte mal, ist das echt der Block im Weg? Ach so, weil du den einen zu... Ja, ist echt der Block im Weg. Theoretisch müsstest du das Strom-Ding eigentlich einfach nur eins weiter nach links setzen, oder? Ja, nur dann hängt das wahrscheinlich eher an dem... Nee, glaube ich nicht. ...an dem Gedöns fest. Müsste ganz knapp vorbeigehen. Das geht rein. Was haben wir denn alles so eng gebaut? Keine Ahnung. Nee, das geht nicht. Da müsstest du wohl den Block... drehen. Nee, packt's da wieder hin und... Oder links? Nee, links rum. Du machst einfach links rum. Dann können wir hier links nicht mehr durchlaufen, ne? Okay. Okay, produktiv ist jetzt erstmal, das dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. Ja. Mach du mal mit dem anderen Zeug. Ja, genau. Was wir jetzt geplant haben, liebe Freunde, ist im Endeffekt dieser Fermentier, dass wir den bauen. Theoretisch gesehen wollte ich eigentlich die Presse dazu nutzen, dass wir diese Stahl-Scaffoldings dann bauen können. Aber brauchen wir gar nicht, ne? Warte mal. Apropos, kann es sein, dass wir... Jo, das habe ich jetzt erst gesehen. Macht man in der Stahlpresse nur Platten? Nein, du kannst da alles drin machen. Ich wollte gerade sagen. Barren und so weiter. Ich wollte gerade sagen. Das machen können. Aber... Da musst du doch, glaube ich, hier unten das Ding auswechseln, ne? Ja. Oder? Frag mich nicht, wie das geht. Doch, hab ich. Nein, aber wir machen jetzt erstmal nur Platten draus und gucken uns dann weiter. So, wir bauen jetzt, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in die Richtung Fermenter oder Fermentier. Ich weiß nicht, wer hat das gesprochen? Fermenter, ne? Glaube ich. Oder Fermenter. Und werden uns hier erstmal jetzt in diese Richtung begeben. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Iron Sheet Metall. Wir bauen alles hier rein. Weil da haben wir nämlich die 4 nämlich schon mal da. Kann das sein, dass wir diese Iron Dinger schon haben? Wie habe ich die? Ja, haben wir. So, die haben wir. Wie lange brauchst du ungefähr noch? Weil ich wollte nämlich Stahlplatten bauen. Okay, die haben wir, die mal Like Engineer Block. Ich glaube, die haben wir nicht mehr. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr so sicher. Weil die zu bauen waren, glaube ich, ein bisschen kacke. Irgendwo werden wir irgendwo was haben.
Nee, die haben wir nicht mehr. Weil die haben wir nämlich verbraucht. Brennt da irgendwas? Okay, dann bauen wir die jetzt erst. Light Engineers Block. 3 Kupferplatten, 4 Eisenplatten und 2 Iron Mechanical. Warte mal. Wie es halt immer so ist, haben wir nur 2 Kupferplatten. Davon 2 und 4 Eisenplatten. Haben wir noch Eisenplatten? So, ich mach das mit den ganzen Kram hier rein, dass wir ein bisschen Platz haben. So, das weg, das weg, das Blut weg. So. So, Iron Plate. Wir brauchen wieder Eisen, ne? Wir brauchen viel Eisen. So, das haben wir. Wie sieht's aus? Läuft? Machst du erstmal ohne Hebel. Dann machst du erstmal ohne Hebel. Ey. Das sieht auch kacke aus. Aber ich lass dich mal machen. Verband. Was? Achso, und das geht auf einmal. Ich will nichts sagen, aber wir haben noch keinen Strom. Verschlossen ist alles. Hm? Achso. So, das heißt jetzt, warte mal. Strom kommt. Oha. Ja, oh, sieht ja gut aus, oder? Pass mal auf, das Zeug jetzt zusammen. Ja, das sammelt sich da vorne vor. Ja, aber das geht so schnell, glaube ich, das ist okay. Ja, 16 liegen da schon. Ja, und? Jetzt liegt ein ganzer Stack vorne davor. Ja, aber wie willst du es sonst machen? Du könntest das teilen, dass du eine Box für dann so einen Teiler reinmachst und dann machst du eine zweite Presse hin. Hm. Das heißt, zwei Pressen müsste ja. Ja, aber eine Presse reicht das mal. Geht aber, also ich habe echt gedacht, die ist lauter. Hm. Okay, ja, funktioniert ja. Und nimmst du die immer wieder raus? Ich keinen Bock hab, dass das Stahl despawnt. Ach, das wird nicht despawnen. Das ist 5 Minuten Zeit. In 5 Minuten ist das alles durchgelaufen. Mhm. Super witzig aus. Okay. Wir bauen jetzt hier weiter. Diese Light Komponenten, so davon, das brauchen wir nochmal Copper. Wie sieht's aus mit Kupferplatten? So Kupfer müssen wir genug haben. Ja, ich habe jetzt Kupfer hier mal reingeschmissen. Wobei eigentlich auch dumm, ne? Eigentlich kann ich doch den Kupfer nehmen und kann den doch da durchjagen, oder nicht? Durch die Presse jetzt. Genau. Dafür haben wir die ja. Aber guck mal, ich hatte jetzt nur noch 8. Du hast doch einen ganzen Stack da reingeworfen, ne? Ich hatte jetzt 8 Stahl rausgenommen, die da noch lagen. Also im Endeffekt, rein technisch gesehen, war das schon okay. So. So, Lightblöcke haben wir jetzt auch 2. Was baust du gerade? Eine Absicherung, dass es keine Mobs in die Schmelze laufen. Ach so, ja, wir haben uns ja gewundert, warum Blut in der Schmelze ist. Das sind die Schmetterlinge von den Bäumen. Warum auch immer.
So. Das heißt, wir können ja im Endeffekt alles, was wir jetzt zum Thema mit der... Hey, aber warte mal. Dann sparen wir jetzt auch gerade wieder Materialien, ne? Wir machen jetzt aus einem Barren eine Platte. Sonst was mal aus zwei Barren eine Platte, ne? Keine Ahnung. Ja. Ich glaube schon. Cool. Gut zu wissen. Achso, unsere Presse ist fertig, ne? Also wir haben jetzt... Das geht super schnell mit dem Ding. Okay, also wir haben jetzt den Iron Sheet Metal, dann das Cauldron, Light Engineers Block, den Redstone habe ich auch schon. So. Hä, wo habe ich den hingetan? Achso, den Redstone habe ich auch schon. So, was braucht man noch? Flutpipe, zwei Stück. Haben wir davon noch welche? Oder haben wir die alle schon verbaut? Die haben wir verbaut, ne? Die haben wir alle verbaut. Wie viele von den Steel-Dingern braucht man? Okay, wir brauchen jetzt drei Steel-Rods. Okay. Haben wir echt? Ja, wir brauchen nochmal neues Eisen. Yay. So. Bevor wir jetzt kein neues Eisen haben, können wir nicht weitermachen. So. Achso, da. Okay, heißt das, wir müssen jetzt neues Eisen holen. Wollen wir nochmal schnell runter in die Mine im Eisen holen? Oh. Yay, ich freue mich. Hier ist ein Kokon. Hast du schon gesehen? Hier ein Kokon an den Bäumen. Wo bist du? In der Mine. Okay, warte, ich komm runter. Oh, ich hoffe, wir finden schnell Eisen. Ups. 5x5 abgebaut. Hm. Ich weiß auch nicht mehr, wie hoch man ansetzen muss für 5x5. Auf jeden Fall habe ich Eisen gefunden. Ich hatte noch nicht so viel Glück. Am Verhungern. So. Hey, warte mal, wie hoch muss man nochmal ansetzen für 5x5? So. Ja. Ich finde 5x5 ganz cool. So. Also ich hab Fock gefunden und Eisen. Yay! Ne, Eisen brauchen wir eh. So, was ist das denn für Kohle, ne? Ah, ich hab auch Eisen gefunden. Ich hab eine Höhle gefunden. Ich hab viele Eisen gefunden. Ah, ich hatte den Magneten gar nicht an, fällt mir auf. Ja, den hab ich auch gerade angemacht, nachdem mir erstmal... Nachdem ich's gesagt habe, oder was? ...das runtergefallen ist. So, also ich habe jetzt ganz genau 5 Iron Ores und 31 Iron. Also 31 Iron Ores und 5 Iron Chunks. So. 15 und 15. Ja, passt. Reicht ja. 17 und 15. So. Noch mehr Eisen. Die Sache ist die. Hacker. Alles rein. So. Gut. Kannst du mal die Bronze von unten mit hochbringen? Welche Bronze? Ganz unten irgendwie auf einer Workbench ist Bronze. Ich bin in der Mitte. Dann ist sie da natürlich nicht. Okay. Okay, Steel. So, wir haben das. Wollten wir nicht eigentlich unsere Chance Cubes mal verbrauchen? Ja. Das hätten wir auch mal. Die Frage ist, wo sind meine ganzen anderen? Oh, ich habe schon 5. Na, ich habe jetzt auch so 6 Stück haben. Du hast, glaube ich, 3 mehr als ich gehabt sogar. Boah, das ist krass jetzt. Warte mal, hier.
Ich nehme einfach mal noch ein Stack einfach Stahl raus und mache daraus einfach nochmal Platten. Ah, super. Der Magnet ist ja richtig cool. Nein, mein Magnet. Okay. So, sieht hier aus. Hä? Statt Eisen? Hallo? Hallo? Du hast die Schmerze gar nicht an. Jetzt. Wirf das erst. Ah. Hab mich schon gewundert. Ich stehe hier voll neben, ich stehe neben der Presse und höre nur so tuk, 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 und krieg die ganze Zeit die Sachen ins Inventar. Die Chunks auch einmal mit rein, ja, ne? Die habe ich hier drüben mit reingeschmissen, ja. Hey, warte mal. Habe ich hier nicht gerade... Wo habe ich das Metall rein... Habe ich alles hier reingemacht? Ich glaube, das hast du eher hier reingestopft. Nee, ich habe das geteilt. Oh nein. Wie macht man Aluminium Brass? Aus was? Kupfer und Aluminium. Okay. Gott sei Dank. Ich habe eher gedacht, hä, wo ist das Eisen denn? Ich habe extra das Eisen geteilt. Oder habe ich es geteilt? Alter, ich habe so richtig gerade einen Delay im Kopf. Ich glaube nicht, dass du es geteilt hast. Ich schmeiß mal meins einfach da rein. Wie viel habe ich gesagt? Wie viel brauchen wir? 6, ne? Keine Ahnung. 2, 4, 6 mal Eisen brauchen wir. Ja, das sollten wir auf jeden Fall jetzt genug haben. Ja, ich fang's mal ab. Drei. Vier. Fünf. Hey, du kommst auch kaum runter, ja. Sechs. Fertig. So, okay. Okay. Bin... Das war nicht so intelligent. So. Och, komm, ey. Darfst halt echt nicht rangehen, weil du dann die ganze Zeit das Zeug einziehst. Ich glaube, du musst dafür, für diesen Vorgang, für den Überbau, musst du wahrscheinlich diese Holder bauen, dass du dann nicht das aus Versehen mitnimmst. Selbst dann nimmst du es wahrscheinlich mit. Das ist ja nur zum Drüberlaufen und nochmal draufbauen. Ja, aber gerade das macht ja keinen Sinn. Du willst ja drüberlaufen und du willst es dann ja nicht mitnehmen. Ja, gut, stimmt auch wieder. Also, ist jetzt so mein Gedankengang. Ja. Ey, wir haben keinen Strom mehr. Deswegen dauert das länger. Tja, dann wird es so Zeit, dass wir unseren Strom ein bisschen erweitern, wa? Ja. Okay. So, jetzt habe ich alles. Okay. Wo ist er? Metallpresse hatten wir schon. Alter, ist das Ding groß? Wo bauen wir es hin? Don't know. Hier rechts, hier links daneben. So. Ich fange da mal an mit bauen. So. So, das. Was ist das hier? So. Und jetzt noch die 4 davon. Fertig. Alter, diese
Wo baut man. Wo haut man da jetzt dagegen? Hä? Hä, wo haut man jetzt dagegen? Ah. So. Guck mal. Ja, ich komme sofort. Okay. Das sieht schon sehr interessant aus, das Teil. Papa, müssen wir denn? So. Wo kommt der Strom ran? Fangen wir erstmal so an. Aber mir riecht es hier so richtig geil nach Pfannkuchen. So, guck mal. Ja, ich bin auch schon einmal drum gelaufen und dachte mir so, okay, wo kommt der Strom ran? Oben? Strom kommt hier oben ran. Ja, Strom da, genau. So, und was macht das Ding? Ah, hier, Show Rezept. Aha. Oh, du kannst Ethanol. Also du kannst aus zum Beispiel Kartoffeln, Zuckerrohr, Melonen und Äpfeln kannst du Ethanol machen. Und wahrscheinlich ist das Ethanol, brauchst du dann... Um irgendwas zu brennen. Warte mal, Ethanol war doch Brennstoff, ne? Oder? Ethanol ist doch Brennstoff, oder? Wenn ich mich nicht recht irre. Ja, Spiritus ist, glaube ich. Ist in die Richtung oder nicht? Alkoholtechnisch. Ja, daraus macht man also im Endeffekt ja diesen. Genau, Alkohol. So, dann gucken wir mal ins Questbuch und gucken dann schon mal weiter. Willst du da mal Strom anschließen und wollen wir es mal testen? Ich würde sagen, wir bauen erstmal den Strom aus, bevor wir. Warte, dann hole ich schon mal, dann brenne ich schon mal das für das Uran, dass wir die Uranblöcke haben. Ich hatte ja letztens nochmal Uran gefarmt. Jetzt ist die Frage nur, wo ist es? Okay, ich kann Uran nicht ausbauen, weil wir nur noch 7 Blöcke haben. Hatten wir nicht noch mehr Uran? Nee. Uran haben wir nichts mehr. Ich habe echt gedacht, wir haben mehr davon. So, das heißt, wir brennen das Uran erstmal. Das ist auch so witzig, eigentlich Uran brennen ist eigentlich... Das bringt eigentlich nichts. Schon mal Uran gebrannt. Hast du jetzt Strom ausgemacht? Ja. Okay. Ist ja aufgeladen. So, das heißt, wir brauchen Uran, Packeis und... Oh, wie heißt denn das Ding nochmal? Der Thermoelektrikgenerator war das, glaube ich, ne? Mhm. War das der Thermoelektrik? Ja. Okay, das ist ja voll easy. Wobei, eigentlich brauchen wir ja kein Uran, sondern noch einen Eisblock einfach. Wir haben ja hier noch... Oh. Ja, okay, dann baue ich noch diesen... dann baue ich aber nochmal diesen Thermoelektrik-Ding, ne? Mhm. Aber uns... Gewittert das jetzt gerade? Gewittert das bei uns draußen? What the fuck? Keine Ahnung. Okay, warte mal. Ich hatte hier noch irgendwo Konstantan-Blöcke. Genau. Dann hauen wir die hier kurz rein. So. Presse. Ah, die Presse läuft trotzdem, ne? Auch wenn der Strom aus... Achso, du hast... Der speichert ja Strom, ne? Ja, wir hatten 16.000er Speicher. Nee. Aber für was sind die Seitendinger? Dass man den beschleunigen kann vielleicht? Glaubst du, das ist so ein Ding zum Beschleunigen? Also so ein Blast-Furnace-Ding? Keine Ahnung. Ich denke mal irgendwie für Redstone-Signale oder sowas. Aber warum? Copper-Coil oder was? Jetzt brauchen wir... Haben wir noch LV-Wire-Coil? Haben wir noch so von den Dingern? Ich habe Connector. Und nee. Coil habe ich auch noch. Wie viele? 8 Stück. Ich brauche 8 Stück. Und ein Eisenbarren. Ich kann auch selber noch welche bauen, ne? So ist es nicht. Soll ich welche bauen? Dann bauen wir besser. Okay. So. Das ist jetzt voll easy mit den Platten, ne? Hä? Achso.
Das, das. Dann haben wir die vier und eins der. Wieso? Achso, doch, der ist. Hey, ah, warte mal, jetzt weiß ich auch, warum ich Melonen bekommen habe als Belohnung. Die Melonen schmeißt du dann rein für das Ethanol wahrscheinlich. Verstehst du? Kann sein. Apropos Belohnung. Ne, habe ich schon. Jetzt weiß ich auch, wo das Sack Melonen herkam. Ja, den kriegst du halt für diesen, für den Dings halt. Ja, ich habe mir nämlich irgendwie vorher Melonen in meine Lunchbox reingepackt. Nee, ich hab mich schon gewundert, ich sag. Hä, wieso hab ich die Melonen? Ja, ich hab's mich auch gewundert. So, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. LV-Wire, ein Eisen, den. Was so rum? Und wo sind die Stahlplatten? Mhm. Hier. Thermoelektrik. Ja. So, brauchst du noch einen? Nein, ich bräuchte nur noch Eis. Ja, das weißt du ja, wo du es hingepackt hast. Ja, ich geh's kurz suchen. So. Eis. Also ich weiß, dass ich Eis in der Tiefe mache. Aber schön, dann bauen wir dann in der nächsten Folge. Dann haben wir jetzt ja den, die Presse funktioniert. Cool. Also die, cool. Oh, ich gucke zu viel Brooklyn, nein, ne? Er sagt ja auch immer, wenn er irgendwas cool findet, so cool. Das ist richtig beschissen so. Und jetzt habe ich mir das irgendwie angewöhnt und das ist nicht gut. Nein. So. Hä, wir hatten nur einen? Lol. Kannst du den auch da anschließen? Nein, da brauchen wir jetzt einen Multiconnector. Und den hast du? Diese Relay, nein, die habe ich nicht. In der Kiste. Ja, Leute, trotzdem, das war's von der Folge. Wir haben im Endeffekt, wie gesagt, die Presse fertig angeschlossen, die läuft. Haben jetzt den Fermenter gebaut, aber noch nicht angeschlossen. Den werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge anschließen und dann werden wir auch testen, wie das mit diesem Ethanol ist, ne? War das Ethanol? Wenn den Ethanol ist und werden uns... Genau. Ach so, und du hast noch nicht richtig gegeben, wir müssen den Squeezer auch noch bauen, ne? Ja. Damit wir dann den, die Raffinerie sozusagen freischalten. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, bewertet den Part, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen. Haut sie natürlich in die Kommentare. Natürlich auch gerne ausführlich. Wir sehen uns. Haut rein und tschüss.